So Leute, willkommen beim 13. Türchen des Adventskalenders. Heute, an diesem dritten Advent, geht's nach Commander Legends auch noch nach Ikoria. Ikoria war ja so das erste Set quasi, was den Bann sozusagen, Corona-Bann abbekommen hat. Also, ich weiß nicht, habt ihr das Set vielleicht im Limited gespielt? Ich konnte es ja, durch unsere Corona-Zeit leider nicht machen. Also schauen wir mal, was wir so dabei haben. Paar coole, wie heißt die Mechanik? Nicht Bestow, sondern Mutate. Sachen werden nice. Ei. Okay. Auge. Erste ankommen. Wow, hier. Parcel Beast. Warum nicht? Sieht auf jeden Fall fancy aus. Frog. Quack. Und ja, so ein nicht ganz nehmendes Trium. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall gerne. Besonders, wenn unser Deck dreifarbig wird, worauf ich ja, wie gesagt, Lust hätte. Und ja, ein Duelland. Und kommt das Feuerding so rüber? Ja, so partiell, ne? Nice. Warum nicht? Und etwas Werbung. So, schauen wir mal, was ist so, was unsere zweite Hälfte von Commander Legends sagt. Die erste Hälfte, ja, war mehr als zufriedenstellend. Kapsel. Skelett. Fintown Elf Nummer 4. Removal. Sphäre. Feuer. Laterne. Search for Knowledge. Warum nicht? Oh, Schimmermyr. Der war auch mal rar. Und wir haben 1, 2, 3. Body of Knowledge. Ja, viele Hände, ein Auge. Warum nicht? Und wieder mal ein Nadir. Und hier unsere Foil. Fall from Favor. Ja, und den Boy, den wir, wenn wir keinen passenden Commander haben wollen, irgendwie reinsplashen würden. Das soll es für heute gewesen sein. Schaltet morgen wieder ein, wenn es an Türchen Nummer 14 geht und es weitergeht. Bis dahin, ciao.